Hallo ihr Lieben, heute wieder aus meiner kleinen Chaosküche gibt es ein Rezept, das wirklich so simpel, einfach und schnell ist, dass ich überlegt habe, ob ich es euch überhaupt zeige. Aber ich habe gemerkt, am Wochenende habe ich mich mit meinen Abi-Freundinnen getroffen und habe festgestellt, manchmal sind einfach die mega einfachen Rezepte die, die einem spontan einfach nicht einfallen, wenn man vor dem Kühlschrank steht und überlegt, Mist, was esse ich denn jetzt? Deswegen gibt es von mir heute Ofengemüse mit einem Salat und einer kleinen Avocado-Creme, würde ich es jetzt einfach mal betiteln. Ohne viel Vorgelaber, ihr findet alle Informationen zu dem Rezept unten in der Infobox. Das ist eigentlich nur so ein Vorschlag, wie ihr es machen könnt. Es geht mehr oder weniger um die Idee, mal ein bisschen Gemüse in den Ofen zu schmeißen. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Da es am längsten dauert, fange ich an mit dem Ofengemüse. Das steht nämlich am Ende so ungefähr 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie groß ihr die Stücken schneidet, im Ofen. Und ich schnippel klein meinen Kürbis, meine Zucchini, Paprika, Karotten. Für den Geschmack nehme ich lieber Zwiebeln als Knoblauch, aber ihr könnt natürlich auch ein bisschen Knoblauch reinmachen. Ihr könnt auch Süßkartoffeln dazu packen, Pilze. Meine Pilze waren leider schlecht. Oder alles andere Gemüse, was euch einfällt. Rote Beete hatte eine Freundin von mir auch vorgeschlagen. Wenn ihr das mögt, könnt ihr auch einfach mit dazu packen. Das Ganze würze ich dann mit ein bisschen Chili, weil ich die super gerne mag, wenn die aus dem Ofen kommt. Dann kommt wirklich ganz, ganz simpel nur Salz und Pfeffer an die ganze Schose und etwas Olivenöl, damit das Gemüse etwas hat, worin es sich brutzeln und wohlfühlen kann. Und dann kommt das, wie gesagt, für ungefähr 20 Minuten, plan vielleicht eventuell eher 30 Minuten ein, in den Ofen. Ich habe das jetzt hier bei 200 Grad gehabt und am Ende nochmal oben die Grillstufe angestellt, damit das Gemüse auch so ein ganz klein bisschen Röstaromen bekommt. Als Beilage bzw. den kalten Part macht bei mir ein Salat aus. Ich war hier super faul und habe mir so eine Salatmischung genommen. Ich würde euch empfehlen, einfach frei nach eurem Geschmack zu wählen. Rucola-Salat, Feldsalat, Eisbergsalat, Spinat mag ich immer sehr, sehr gerne. Mischt einfach das Grünzeug, was ihr bei euch im Schrank habt. Dann hatte ich noch eine Gurke. Und dann hatte ich noch Tomaten und den Tipp, der jetzt kommt, habe ich mir bei Freund Fritz abgeschaut. Dankeschön! Bei denen habe ich nämlich auch am Wochenende gegessen. Ich habe mich überall eingeladen am Wochenende zum Essen. Und der hat die Tomaten in der Pfanne heiß gemacht, sodass die erstens warm sind und auch ein bisschen angeröstet. Ich habe meine Tomaten also einfach klein geschnitten, ich glaube nur geviertelt und dann in eine Pfanne geschmissen. Einen ganz kleinen Teelöffel Kokosfett habe ich dazu gemacht, damit die nicht ganz anbraten und dann einfach ganz heiß und ja, dass sie so ein bisschen matschig werden. Und dann ist der Salat auch schon mehr oder weniger fertig. Es fehlt nur noch das Dressing. Auch das Dressing halte ich super simpel. Hier benutze ich einfach nur Leinöl, Essig. Zusätzlich zum Essig nutze ich auch noch Zitrone, weil ich einfach eine Fan von saurem Dressing bin. Dann kommt Salz und Pfeffer dazu, Honig und der Clou ist jetzt, würde ich mal sagen, ein Teelöffel ungefähr, naja, nicht einen ganzen Teelöffel, so ein Viertel Teelöffel Knoblauchpulver in das Dressing zu rühren. Das gibt dem Ganzen dann doch noch diese kleine Note Knoblauch, weil Knoblauch ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Das heißt, wenn ihr das ins Dressing packt, dann schmeckt alles gleich viel besser. Die Avocado muss noch zerquetscht werden. Ich habe hier so süße kleine Mini-Avocados gefunden. Die gibt es bei uns gerade im Angebot. Und die schäle ich einfach, schälen in Anführungsstrichen, die leere ich aus und zermatsch das dann mit der Gabel. Ich mag das lieber als mit einem Küchenmixer. Und mir hat auch jemand gesagt, bitte Rezepte ohne
komplizierte Geräte. Deswegen nehme ich hier einfach die Gabel. Ich mag das, wenn da noch so ein paar kleine Stückchen drin sind. Da kommt auch einfach nur ein bisschen Zitrone dran, damit das Ganze nicht anläuft. Und etwas Salz. Und dann sind wir tatsächlich fertig und können alles anrichten. Ich weiß, das war wirklich ein einfaches Rezept. Ich hoffe, ihr reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, weil ich hier so groß Rezept mache und dann ist es nur Ofengemüse mit Salat. Aber das schmeckt wirklich so, so lecker. Probiert es einfach. Meistens hat man irgendein Gemüse im Kühlschrank liegen oder auch, was nicht im Kühlschrank muss, draußen. Und wenn man keine Lust hat, irgendwie groß zu kochen, dann schnippelt man das einfach klein, schiebt es in den Ofen und macht sich einen kleinen Salat dazu. Ich dachte mir, das ist so als Erinnerung vielleicht ganz gut. Lasst es euch schmecken. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut. Woo!